Kann Magnesium den Schlaf verbessern? Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Ja. Tatsächlich entspannt Magnesium Körper und Geist und hilft deshalb bei Schlafstörungen. Mehr darüber erfährst du in diesem Video. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du dieses Video bis zum Ende anschaust, wirst du viel mehr über Magnesium wissen und warum es beim Einschlafen hilft. Wir behandeln folgende Fragen. Warum ist Magnesium ein so wichtiger Nährstoff? Warum ist ein subklinischer Magnesiummangel so gefährlich? Wie hilft Magnesium beim Einschlafen? Wie kannst du deinen Magnesiumspiegel boostern? Dein Körper braucht Magnesium für rund 300 Enzyme, die die Stoffwechselreaktionen erleichtern. Dieses Mineral trägt dazu bei, Signale an deine Muskeln zu übertragen. Es ist auch am Eiweißaufbau beteiligt. Das sogenannte Falten von Proteinen ist besonders wichtig, denn alle Immunzellen, alle Botenstoffe und alle Enzyme bestehen ja aus Eiweiß. Außerdem trägt Magnesium dazu bei, Kalzium in Zähne und Knochen einzulagern. Es hilft, Vitamin D in die aktive Form umzuwandeln, die der Körper verwerten kann. Für den Stoffwechsel von Fetten und Kohlenhydraten braucht der Körper ebenfalls Magnesium. Magnesium entspannt die Muskeln, ein wichtiger Faktor für guten Schlaf. Fehlt Magnesium, dann schwächelt der ganze Körper inklusive der Psyche. So kann ein Plus an Magnesium dazu beitragen, dich freundlich zu stimmen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, über die dieses Video berichtet. Magnesiumstudie 2021. So kann es dein Verhalten beeinflussen. Wir alle wissen, wie wichtig guter Schlaf ist. Leider ist Schlaflosigkeit weit verbreitet. Mindestens jeder zehnte Arbeitnehmer hat schwere Schlafstörungen. Das führt auf die Dauer zu chronischer Erschöpfung. Wie du dagegen ansteuern kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Guide zum Herunterladen. 6 Tipps gegen chronische Erschöpfung. Eine gute Versorgung mit Magnesium ist ein wichtiger Schritt, damit sich Körper und Geist im Schlaf regenerieren können. US-amerikanische Wissenschaftler haben im Jahr 2022 eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Wirkung von Magnesium auf die Dauer des Schlafs und die Schlafqualität befasst. Diese Studie schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Für die Studie untersuchten die Wissenschaftler fast 4000 Teilnehmer. Diese Kohortenstudie untersucht langfristig die Risiken und den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dafür wurden in den Jahren 1985 und 86 115 Amerikaner im Alter zwischen 18 und 30 rekrutiert. Die Nachuntersuchungen fanden alle 2 Jahre statt. Für die vorliegende Studie verwendeten die Forscher Daten über die Aufnahme von Magnesium zum Beginn der Studie und in den Untersuchungsjahren 7 und 20. Der Schlaf der Studienteilnehmer wurde in den Jahren 15 und 20 gemessen. Nach der Analyse kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass Magnesium die Dauer des Schlafs und die Qualität verbessern kann. Das bestätigen auch frühere Studien, die zum gleichen Ergebnis kommen. Wichtig ist die Zahl der Studienteilnehmer bei dieser Arbeit. Es ist die bisher größte Studie ihrer Art. Allerdings lässt die Methode zu wünschen übrig. Die Menge des aufgenommenen Magnesiums wurde nur aufgrund der Ernährung geschätzt. Der Schlaf wurde durch Aussagen der Studienteilnehmer bewertet. Aber diese Studie ist ein weiteres Puzzlestück in unserem Verständnis, wie Magnesium im Körper wirkt. Bekannt ist seit langem, dass Magnesium unsere Muskeln entspannt. Fehlt Magnesium im Körper, dann ist zu viel Kalzium an der Reizweiterleitung der Nerven beteiligt. Das kann die Muskeln zu stark erregen. Muskelkrämpfe, Zuckungen und Zittern sind klassische Symptome eines Magnesiummangels. Wissenschaftler vermuten, dass Magnesium den Schlaf fördern kann,
weil es den beruhigenden Neurotransmitter Glutamat und Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA genannt, reguliert. Magnesium bindet an GABA-Rezeptoren und aktiviert so den Neurotransmitter. Das verringert die Erregbarkeit des gesamten Nervensystems. Außerdem reduziert Magnesium die Konzentration von Calcium in Muskelzellen, die dadurch entspannen. In Tierversuchen hat sich gezeigt, dass Magnesiummangel mit einer Abnahme des Schlafhormons Melatonin verbunden ist. Zudem kann Magnesium das Stresshormon Cortisol hemmen, was das zentrale Nervensystem zusätzlich beruhigt. Besonders wirksam bei Schlafproblemen scheint die Kombination von Magnesium mit Melatonin und Zink zu sein. Das hat eine Studie italienischer Wissenschaftler gezeigt, die 43 Patienten mit Schlaflosigkeit in einem Pflegeheim untersucht hat. Um den Schlaf zu fördern, nimmst du Magnesium am besten am Abend ein. Allerdings gibt es viele Methoden, um gesunden Schlaf zu fördern. Darüber informiert Claudia Schuh in diesem Video. So verbesserst du deinen Schlaf. Mehr Energie im Alltag. Übrigens ist ein subklinischer Mangel an Magnesium ganz weit verbreitet. Experten schätzen, dass jeder dritte Deutsche nicht ausreichend Magnesium bekommt. Weltweit sieht die Lage ähnlich aus. Leider erhöht bereits ein leichtes Defizit das Risiko, eine chronische Krankheit zu entwickeln. Vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen dabei im Vordergrund. Magnesium ist an der Regulierung deines Blutdrucks beteiligt. Ein Mangel kann nicht nur Bluthochdruck verursachen, Risikofaktor Nummer 1 für dein Herz, sondern auch Herzrhythmusstörungen verursachen. Viele Wissenschaftler bezeichnen den latenten Magnesiummangel heute als eine Krise der öffentlichen Gesundheit. Du kannst deine Magnesiumspeicher mit der Ernährung boosten. Nüsse, Samen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und bestimmte Obst- und Gemüsesorten sind gute Quellen für Magnesium. Am einfachsten kannst du den Magnesiummangel mit Nahrungsergänzungsmitteln aufstocken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 350 Milligramm pro Tag und für Männer und 300 für Frauen. Du kannst aber problemlos die doppelte Menge einnehmen. Nun kommen wir zu euren Fragen. Wie erkennst du ein gutes Magnesiumprodukt? Ein gutes Nahrungsergänzungsmittel hat eine Form von Magnesium, die der Körper leicht herstellen kann. Du weißt ja vielleicht, dass es ungefähr 20 verschiedene Magnesiumverbindungen gibt und nicht alle lassen sich vom Körper sehr gut verwerten. Der deutsche Hersteller Victilabs bietet Kapseln mit Trimagnesiumdicitrat an. Das hat eine besonders hohe Bioverfügbarkeit. Victilabs ist ja unser Partner. Wir haben für dich einen Medomio-Redaktionsdeal bereitgestellt. Und hier unten in der Videobeschreibung findest du den Rabattcode von diesem Deal. Wie viel Magnesium benötigt man eigentlich täglich? Übrigens, zum Magnesiumbedarf, Menschen mit chronischen Krankheiten, wie etwa Autoimmunerkrankungen, aber auch aktive Sportler brauchen noch mehr Magnesium als vorher genannt. In diesem Fall bis zu 800 Milligramm pro Tag. Kannst du eigentlich Magnesium überhaupt im Blut messen, also ob du einen Mangel hast? Du kannst es zwar im Blut messen und daraus Hinweise ziehen, aber es befindet sich nur 1% des Magnesiums in deinem Blut. 99% stecken in den Zellen. Falls sich ein Magnesiummangel im Blut zeigt, sind die Magnesiumspeicher in Knochen und Zellen dann schon sehr erschöpft. Es bedeutet, es besteht bereits lange ein Magnesiummangel. Außerdem schwanken die Blutwerte bei Magnesium während des Tages. Ein Laborwert sagt also wenig aus. Was sind die Symptome eines Magnesiummangels? Das kann ganz viele verschiedene Symptome zeigen. Die 7 Hauptanzeichen sind Muskelkrämpfe, Zuckungen und Zittern, mentale Probleme, Osteoporose, Erschöpfung, chronische Müdigkeit, hoher Bluthochdruck, Asthma, unregelmäßiger Herzschlag. Gibt es Medikamente, die einen Magnesiummangel schlimmer machen? Medikamente können dazu beitragen, beispielsweise Säureblocker für Magensäure
Ohne Magensäure kann der Körper Magnesium nicht umwandeln, sodass es der Körper verwerten kann. Manche Medikamente führen dazu, dass Magnesium mit dem Urin stärker ausgeschieden wird. Andere erhöhen den Magnesiumspiegel im Blut, weil sie das Mineral aus Knochen und Muskeln herauslösen. Auch nicht gut. Folgende Medikamente können Magnesiummangel fördern: Cortison-Beta-Blocker, Cortison, Antiasthmatika, Antibiotika, die Antibabypille und Abführmittel. Womit sollte man Magnesium nicht einnehmen? Du solltest Magnesium nicht gemeinsam mit Calcium einnehmen, denn die beiden Mineralstoffe können einander in ihrer Aufnahme behindern. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt. Willst du weitere spannende, wissenschaftlich fundierte Fakten über Gesundheit bekommen? Dann abonniere doch unseren Kanal und lasse gerne ein Like da. Teile auch gerne deine Erfahrungen mit der ganzen Community und mit uns. Ich freue mich sehr, von dir zu hören.